Liebe rotarische Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste, Sie hören einen Vortrag von Past Governor Bernd Koop, die Vision von Rotary. Die rotarische Vision von einer friedlichen, gerechten und umweltfreundlichen Welt, von einer Welt ohne Armut, ohne Hunger, ohne Flucht und Krieg, hat seit dem 24. Februar 2022 einen erheblichen Dämpfer bekommen. In diesen Tagen entscheidet sich auf dem Boden der Ukraine eine neue Weltordnung. Entweder setzt sich eine gewissenlose Autokratie mit imperialen Fantasien durch oder die wehrhafte Demokratie. Politikansätze der Vergangenheit, verbunden mit Slogans wie Wandel durch Handel oder Wandel durch Annäherung, Diplomaten statt Soldaten oder Frieden schaffen ohne Waffen, wie Robert Havemann 1982 sagte, werden für Jahrzehnte keine Rolle mehr spielen. Vielleicht waren Sie genauso überrascht als ich, als ich von der Demonstration des Rotary Club Berlin Tiergarten, Rotary for Peace, mit unserem Past-Weltpräsidenten Holger Knack erfuhr. Ist Rotary dabei, sich neu zu erfinden? Ist es das erste Mal in der 117-jährigen Geschichte, dass Rotary seine Stimme gegen einen Aggressor erhebt und damit seine auferlegte, strikte Neutralität und Nichteinmischung aufgibt, so wie es in der Zeit des Vietnamkriegs oder Afghanistan, Irak, Syrien der Fall war, wo Rotary geschwiegen hat? Nein, sagte mir Holger Knack, den ich am 13. Mai bei einem persönlichen Treffen genau danach fragte. Bei dieser Demonstration, so sagte er, ging es um unser ureigenes Ziel, Frieden und Konfliktlösung, Frieden und Völkerverständigung. Es ging um die Vision von Rotary, um die Vision von einer friedlichen Welt in Freiheit, Achtung und Toleranz. Martin Luther King gilt als einer der herausragendsten Vertreter im gewaltfreien Kampf gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit und erfordert während seiner berühmten Rede I Have a Dream, die er am 28. August 1963 hielt. Dort ging es um Freiheit, Gerechtigkeit und gleiche Rechte für Schwarze und Weiße. Das war sein Traum. Und das war auch der Traum oder die Vision unserer Gründungsväter. Achtung und Toleranz, das war für Paul Harris, Gustav Löhr, Sylvester Schiele, Hiram Scholey, die in Chicago ihre Unternehmen hatten, von besonderer Bedeutung. Denn Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit, das waren die Zustände in Chicago Anfang des 20. Jahrhunderts. Hier herrschten Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts katastrophale Zustände.
Im Jahr 1890 lebten in der Stadt 1 Million Menschen. 1905 hatte die Stadt bereits 1,9 Millionen Einwohner. Und am meisten angesprochen fühlten sich von diesem Versprechen, dass es Arbeit gibt, die Einwohner schwarzer Hautfarbe aus den Südstaaten. Allein in den ersten 10 Jahren bis 1915 zogen 75.000 Afroamerikaner in die Stadt. Und zum Ende des 19. Jahrhunderts spitzte sich die Lage dramatisch zu. Lange Arbeitszeiten, geringer Lohn und unmenschliche Arbeitsbedingungen. Und diese Zustände bewegten Paul Harris und die Gründungsväter. Chicago von 1905 stellt er als einen Ort dar, der reif für Veränderungen ist, reif im Sinne von Rotary. Und in den kommenden Jahrzehnten entstand dann eine Wertegemeinschaft, die rotarische Gemeinschaft, die sich an hohen ethnischen Standards orientiert und diese in die Gesellschaft tragen will. Aus den Vorstellungen des Gründers Paul Harris haben sich dann im Laufe der Zeit auch klare Ziele und Grundsätze sowie Strategien zu deren Umsetzung entwickelt. Ich will die wichtigste Regel nennen, das ist die Pflege der Freundschaft. Paul Harris sagte 1908, ich zitiere, Freundschaft schafft eine Bereicherung für das Leben. Ohne sie wäre das Leben wirklich karg. Verständigung ist die Dienerin der Freundschaft. Ohne die Freundschaft kann nichts existieren. Wo Freundschaft wächst, verschwinden Überlegenheitsgefühle ebenso wie Minderwertigkeitskomplexe. So Paul Harris. Freundschaft ist der Grundstein von Rotary, erlebbar nicht nur im eigenen Club, sondern gerade auch international. Rotarische Freundschaft ist für mich die gemeinsame Umsetzung von kreativen und sozialen Projekten, bei denen man mit Spaß und Freude als Team zusammen die Zeit verbringt und dabei Gutes tut. 1932 kam dann vom Rotarier Herbert Taylor die 4-Fragen-Probe dazu. Grund war, dass er von rotarischen Freunden seines Clubs hintergangen wurde und in die Pleite getrieben war. Und er sagte dann, zur Freundschaft gehören die 4 Fragen. Ist es wahr? Ist es fair für alle Beteiligten? Wird es der Freundschaft und guten Willen fördern? Dient es dem Wohl aller Beteiligten? Und drittens heißt es bei Rotary, sich sozial zu engagieren. Kurz, selbstlos dienen. Gerade dem Engagement von zahlreichen Menschen, insbesondere auch Rotariern, ist es zu verdanken, dass in den 1980er Jahren die ersten Hospiz-Initiativen in Deutschland entstanden. Und viertens steht im Mittelpunkt der rotarischen Ziele, Rotarier treten aktiv ein für Frieden und Völkerverständigung. So heißt es in der Verfassung von RI Artikel 4. Das Ziel von Rotary ist die Dienstbereitschaft im täglichen Leben. Und mit diesen Grundsätzen, mit diesen Zielen beabsichtigt Rotary Projekt für Projekt die Welt besser, lebenswerter und sicherer zu machen. Und dazu wurden auch im Laufe der Zeit 5 Dienste entworfen. Und lassen Sie mich von den 5 rotarischen Diensten, Clubdienst, Berufsdienst, Gemeindienst, internationalen Dienst, einen hervorheben, den Jugenddienst. Den 5. Dienst New Generation, der Jugenddienst gehört seit 2011 als 5. Säule zu den zentralen Aufgaben eines Clubs.
kein Programm bei Rotary ist so umfangreich wie jenes, das der Jugend gewidmet ist, um Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, ihre Talente zu entfalten und neue Kulturen kennenzulernen, bietet Rotary an, Jugendliche von 15 bis 19 Jahren in verschiedene Ländern für ein Jahr Austausch zu machen. Und ich persönlich als Governor erinnere mich noch sehr an mein Governor-Jahr 2013, als ich 18 Jugendliche in Schmalkalden verabschiedete in 10 Ländern. Ich spürte ihre Anspannung und noch toller war, als ich sie bei ihrer Rückkehr sprechen konnte. Auch erinnere ich mich an das Wochenende, als Inbounds, Outbounds und Rebounds in Bad Sulza zusammenkamen und dort Erfahrungsaustausch kommunizierten und sich begegneten. Rotary, Interact, Rotaract, Raila, Youth Exchange, das sind keine Projekte von Rotary Clubs, sondern aus Programmen von Rotary hervorgegangen. Ich selbst habe bis 2019 zusammen mit Past Governor Rüdiger Götz und Chrissy 3 Raila-Seminare durchgeführt. Das waren sehr bewegende Zeiten in Bad Windsheim. Als Markenzeichen von Rotary International darf die Rotary Foundation bezeichnet werden. Im Jahre 1917 hatte der damalige Präsident Arch C. Clump die Idee, den Grundstein für eine Stiftung zu legen und damit Gutes zu tun in der Welt. 1928 wurde dann die mittlerweile auf $5,000 angewachsene Stiftung zur Rotary Foundation umbenannt und damit zu einer eigenständigen Einheit innerhalb Rotary International. Frieden und Konfliktlösung, ein bedeutendes Ziel der Foundation. Gesundheit, herzlichen Dank an Dr. Kerstin Speerschneider für ihr Engagement in Madagaskar. Mutter und Kind, ein wichtiger Baustein dieser Foundation. Und Wasser und Hygiene, herzlichen Dank Stefan Thalke, der in Nepal ein Dorf mit Wasser versorgte. Mich persönlich bewegt es immer wieder, wenn ich Danke Rotary höre, so wie beispielsweise von diesem Mann hier rechts, Kemal Hodic, der an Zerebralparalyse leidet. Er wurde in Gera ausgebildet, hat Deutsch sprechen gelernt. Er bekam ein Auto von Helmut Zolleis vom RC
Pforzheim und er bekam eine Arbeit bei Prevent. Danke, Rotary. Gutes tun in der Welt, die Rotary Foundation. Ebenso freue ich mich immer wieder, wenn mir Sada Kulov Danke, Rotary sagt, denn im Rahmen eines Global Grants haben wir ihr eine Näherei eingerichtet, ein wichtiger Baustein. Momentan bauen wir über einen Global Grant eine Wäscherei auf und einen ambulanten Dienst. Der Global Grant wurde vor ein paar Tagen erst genehmigt. Danke an Daniela Singer, die sich seit dem vergangenen Jahr enorm in Gorazde in Bosnien-Herzegowina engagiert. Und auch ein großes Dankeschön möchte ich Past Governor Rüdiger Götz sagen. Er hat ganz enge Verbindungen zu dem Hohen Kommissar in Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt. Und durch diese Verbindung ist es gelungen, dass die Geflüchteten, die wir im Norden von Bosnien-Herzegowina in Velika Gradiška getroffen haben, jetzt ausreisen konnten. Diese Geflüchteten aus Pakistan konnten erst einmal jetzt einen offiziellen Antrag stellen. Diese Familie aus der Republik Kongo durfte nach Frankreich ausreisen. Ihre Vision, dank Rüdiger Götz und der Verbindung zu dem Hohen Kommissar Christian Schmidt, und Miram aus Kabul, der als Ortskraft für die Bundeswehr arbeitete, und Mansour, der zweite von rechts, der in Kunduz als Wachmann diente, und Shakila, der ganz rechts, der bei der ISAF-Mission die Verbindung zur Bevölkerung hielt, durften jetzt nach Deutschland ausreisen. Danke, Rotary, das waren die Zeilen, die Sie geschrieben haben. Seit dem vergangenen Jahr gehört ein weiterer Schwerpunkt zum Bereich der Rotary Foundation, der Umweltschutz. Wir sind die letzte Generation, die etwas gegen den Klimawandel tun kann, und die erste Generation, die den Klimawandel spürt. Und schauen wir, was auf der Erde gerade passiert, dann kann man diese Warnsignale nicht ernst genug nehmen. Bereits 1990 unter dem damaligen RI-Präsident Paulo Fauci Costa, er initiierte die erste Rotary-Aktion, Preserve Planet Earth, bewahren Sie den Planeten Erde, bewahren Sie die Schöpfung. Und er machte den Umweltschutz vor mehr als 30 Jahren zu seinem Hauptanliegen. Wir Rotarier, sagte er, sind Weltbürger und wir müssen bei der Bewältigung dieser größten Herausforderung in der Geschichte der Menschheit, der Bewahrung unseres Planeten, eine führende Rolle spielen. Dann war es lange still gewesen, aber Mark Meloni 2019/20, er verglich dieses Projekt mit Polio und er sagte, unser Programm zur Ausrottung der Kinderlähmung ist nicht erfolgreich, weil wir Impfstoffe bereitgestellt haben, sondern weil wir mit den richtigen Leuten gesprochen haben und so unsere Unterstützung bekamen. Und würden wir das mit der Umwelt machen, würden uns die Menschen zuhören.
Rotary sieht Klima- und Umweltschutz als Geschichte eines großen Aufbruchs weg vom Raubbau hin zur Kooperation mit der Natur, damit unsere Enkel und Urenkel eine intakte Welt erleben. Denn wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern geliehen. Eine indische Weisheit. Und damit komme ich zum letzten Teil, zu Rotarys Kampf gegen die Kinderlähmung. Das ist das größte Projekt, das Rotary in seiner 117-jährigen Geschichte je angepackt hat. Und es ist der Kampf gegen die Kinderlähmung, kurz Polio Plus. Seit 1988 gelang es mit mächtigen Partnern wie der Weltgesundheitsorganisation, UNICEF und der Bill und Melinda Gates Stiftung, den größten Teil der Welt durch massive Impfkampagnen von Polio zu befreien. Und waren es 1988 noch 350.000 Fälle in 125 Ländern, so sind es heute noch 140 Neuinfektionen. Das war 2021 in nur noch zwei Ländern, Afghanistan und Pakistan. Und ein Video beschreibt sehr gut diesen Kampf. Must be the energy that drives this emergency.
libertarians, a polio free tomorrow is this close now. Fasse zusammen. Die Vision von Rotary ist eine poliofreie Welt. Die Vision von Rotary ist eine Welt, in der der Mensch die Zukunft des Menschen ist. Das heißt, dass wir nachhaltiger wirtschaften und schonender mit der Umwelt umgehen. Und unsere Vision ist der Traum von einer Welt von Frieden und Freiheit, von Achtung und Toleranz. Eine Welt, in der die universellen Menschen- und Freiheitsrechte allen Menschen von Geburt an eigen sind, als unveräußerlich. Das war der Vortrag, die Vision von Rotary.